Hallo und willkommen bei Algebraba. Ich wurde gebeten, eine anschauliche Erklärung für Polarkoordinaten und kartesische Koordinaten zu geben, warum man da überhaupt unterscheidet und was der Sinn davon ist. Und ja, ich will diese Erklärung geben. Das wird jetzt hier auch nicht sehr mathematisch, sondern soll wirklich rein der Anschauung dienen. Das heißt, hier tauchen jetzt nicht groß die Zahlen auf oder sonst irgendwas. Und ja, was wir machen wollen ist, wir stellen uns vor, wir haben einen Kumpel, der ist umgezogen in eine andere Stadt und wir sind das erste Mal auf dem Weg zu ihm und stehen jetzt an einem Bahnhof. Der Bahnhof ist hier im Koordinatensystem nun der Ursprung, das heißt, wir stehen hier bei der Null, also unserem Bahnhof. Wir wissen leider nicht, wo unser Kumpel wohnt und rufen ihn deswegen an. Und er sagt uns am Telefon, geh einfach ein paar hundert Meter, sagen wir 500 Meter, Richtung Osten die Straße entlang und dann biegst du nach links Richtung Norden und gehst nochmal 500 Meter weit. Und da wohne ich, das heißt ungefähr hier. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Weg und sagen, okay, wir laufen einfach das hier ab nach hier und dann laufen wir Richtung Norden den Rest und treffen ihn dort zu Hause an. Im Kontext von komplexen Zahlen würden wir nun sagen, der Realteil von z entspricht gerade diesem Abstand, den wir hier nach Osten gelaufen sind. Und der Abstand, den wir hier nach Norden gelaufen sind, ist der Imaginärteil. Wenn wir jetzt nach Süden gelaufen wären, wäre das halt irgendwie der Betrag davon gewesen. Aber wir sind jetzt erstmal dahin gelaufen. Okay, das sind kartesische Koordinaten gewesen, weil wir haben hier anhand von zwei Abständen, einmal eben entlang der einen Achse und einmal entlang der anderen Achse, den zurückzulegenden Weg bestimmt. Also wir haben gesagt, wenn wir am Bahnhof beim Ursprung starten, wohin müssen wir entlang der einen Achse laufen und wohin entlang der anderen? Was bedeuten jetzt Polarkoordinaten? Also wir machen nochmal hier ein neues Koordinatensystem. Wir sind wieder hier am Bahnhof und unser Kumpel wohnt immer noch an der gleichen Stelle und wir rufen ihn an und okay, es wird jetzt ein klein bisschen unrealistisch, aber wir haben zufälligerweise einen Helikopter dabei und dieser Helikopter steht gerade so, dass wir hier Richtung Osten schauen. Und jetzt weiß unser Kumpel, dass wir einen Helikopter haben und gibt uns andere Details, um zu ihm zu kommen. Er sagt jetzt nicht, flieg erstmal nach rechts, also nach Osten und dann nach Norden, sondern er sagt jetzt, dreh den Winkel, also dreh den Helikopter mal so, dass er auf mich zeigt. Das heißt, wir haben hier einen Winkel Alpha und so drehen wir den Helikopter jetzt, sodass die Helikopterspitze quasi schon mal in die richtige Richtung zeigt und wir jetzt eigentlich nur noch geradeaus fliegen müssten. Das Problem ist, wir wissen jetzt zwar die Richtung, aber noch nicht die Entfernung. Und jetzt müsste uns unser Kumpel am Telefon dann eben noch sagen, okay, flieg jetzt einfach mal, sagen wir, 700 Meter weit. Das heißt, er gibt uns zusätzlich noch diese Strecke hier an. Und jetzt wissen wir, sowohl im einen Beispiel als auch im anderen, wie wir zu ihm hinkommen können. Und das hier sind dann die Polarkoordinaten. Wir halten also fest, bei den kartesischen Koordinaten bekommen wir zwei Punkte bzw. zwei Abstände. Zwei Abstände für die beiden Achsen. Und kommen somit an unser Ziel. Das heißt, das könnten wir jetzt auch als XY oder sonst irgendwie notieren. Und bei den Polarkoordinaten, da bekommen wir einen Winkel
und einen Abstand. Den Abstand würde man dann noch als Betrag des Punktes, zu dem wir wollen, bezeichnen. Letztlich spielt es keine Rolle, auf welche Art und Weise unser Kumpel, wenn wir jetzt mal zurück in die Mathematik gehen und tatsächlich einfach nur das Koordinatensystem betrachten oder das uns als Landkarte vorstellen, dann spielt es erstmal keine Rolle, ob unser Kumpel uns sagt, geh nach Osten und dann nach Norden oder dreh dich so, dass es passt und geh einfach geradeaus. Auf der Karte bzw. im Koordinatensystem können wir das einfach tun und kommen beide Male an dem richtigen Punkt an, sprich beide Systeme, also sowohl die Darstellung als Polarkoordinate als auch die Darstellung in kartesischen Koordinaten führt uns zu dem richtigen Punkt. Das heißt, wir haben da zwei äquivalente Darstellungen für den gleichen Punkt und können somit auch ineinander übergehen. Ich hoffe, diese Erklärung war anschaulich genug für euch. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt oder wenn das dann doch zu unmathematisch war. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einfach viel Erfolg beim Lernen. Macht's gut, bis dann.